Hallo ihr Lieben, heute kommt der zweite Teil, wie ihr den Kontakt zu den Engeln bekommen könnt. Visualisiere und träume von und mit den Engeln. Du kannst dir die Engel in jeglicher Art und Gestalt vorstellen, denn sie können jede Gestalt annehmen. So können sie Wesen in einem leuchtenden Gewand mit strahlenden Flügeln sein, die dich schützend umhüllen. Da darf ein jeder seine eigene Vorstellung haben. Für den einen sind sie groß und mächtig und für andere halten sie ein funkelndes Schwert in der Hand, vielleicht in den Farben des Regenbogens. Sie zeigen sich auch in einem goldenen Licht, die wie Kristalle funkeln. Dieses strahlende Hell blendet nicht, sondern wirkt sanft, friedlich und beruhigend. Schützend stellt es vor allem Negativen. Hörst du ihre Stimmen? Sie sind tief und wohltuend und vertrauenseinflößend. Sie sind angenehm und geben dir Selbstsicherheit. Engel erscheinen auch in deinen Träumen und zeigen dir den Weg für Lösungen zu deinen Überlegungen und Problemen. Am Morgen, wenn du dann erwachst, fühlst du dich gut, wohl und frisch. Und du erkennst den Weg, den du gehen musst, viel klarer. Träume von den Engeln. In deinen Träumen kannst du mit ihnen reden. Denn das Tor zur Ebene der Engel steht dir weit offen. Und wie lädst du die Engel in deine Träume ein? Na, das ist ganz einfach. Lege den Kopf auf ein Kissen und spreche ein Gebet. Vielleicht so. Liebe Engel, ich wünsche mir, dass ihr heute Nacht in meinem Traum mit mir arbeitet. Helft mir, den richtigen Weg zu finden. Dabei kannst du auch eine spezielle, gezielte Bitte äußern, egal welches Problem du hast. Die Engel antworten dir. Sei bereit und du wirst sie hören. Wenn du einen Lieblingsengel hast, kannst du ihn direkt rufen. Warte auf ihn, er wird sich melden und dir antworten. Du solltest einen Schreibblock mit Stift an deinem Bett liegen haben. Denn wenn du aufwachst, solltest du dein Erlebnis sofort aufschreiben, damit du es nicht vergisst. Die Botschaft des Engels, die Begegnung mit ihm, ist so wichtig und deshalb solltest du es sofort aufschreiben. Doch solltet ihr es alleine nicht schaffen, den Kontakt zu den Engeln herzustellen, dann ruft mich an. Ich kann euch helfen, den Weg zu den Engeln zu finden. In Liebe, eure Deria.